Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni-Bären. Bei neuer Folge, neue Folge StarCraft 2 mit den Muni-Bären. Genau, mit mir. Wieder mal Protoss. Darauf spielt ja mittlerweile Terraner. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, das erste. Also nebenbei ein bisschen. Und ja, da wollen wir ja Thorsten natürlich nicht vermissen, ne? So, wir spielen den Goldzwerg. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob der wirklich Gold ist, weil. Ich bin Gearliga. Na gut, ich bin zwar ein ziemlich schlechtes MMR auf diesem Account und ja, wir werden einfach sehen. Ich habe eine Weile nicht gespielt hier. Die Arbeit nimmt mir einfach zurzeit echt viel zu viel Zeit ein. Aber egal, wir kriegen das hier hin und ja. Und werden den Zeig hier mal ordentlich fertig machen. Außer er kommt halt mit irgendeinem Push zur 12 Pool und irgend so ein Krimpelkram. Hätte ich eigentlich auch unten Exe können. Scheiße, haben wir Exe verhaftet. Na egal. Exe wenigstens. Ist schon mal positiv. So, ist auch ein Einspielspiel, also spielt gerade noch keine Liga. Das ist die Frage, was macht man jetzt? Nehmen auf jeden Fall eine Exe. Wir hätten zwar unten dicht machen sollen. Aber was soll's. So, wie sieht's denn aus mit seinem Pool? Pool kommt. So, Echse. Brauchen wir gleich den Kern. Sind auf jeden Fall oben safe erstmal hier so. Der Kern kommt. Ich baue auf jeden Fall unten den zweiten Pylon hin. So, das zweite Gas ist zu viel. So, und dann wollen wir auf jeden Fall einen Adepten als erstes. Thronslide macht er also. Schick, schick, schick. Also haben wir auf jeden Fall ein Makro-Game, so wie es aussieht. So, Adept kommt. Krone husten wir. So, alles saturiert. Kommt gleich ein Fliegerhorst. Und werden dann mit einem Orakel schön pushen. Gehen mit Adepten hoch. Und dann gucken wir mal, was er Schönes hat. Nimmt auf jeden Fall eine dritte. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir bauen Robo und gleich dann, nachdem wir Flieger draußen haben. Ach, keine Queen da. Queen ist woanders. Okay, er hat auch Queen Slide drüber gemacht. Also ich glaube, der ist nicht ganz so schlecht. Kommt auf jeden Fall jetzt mit ein paar Lingen an. Was wünscht ihr? Auf jeden Fall noch ein paar Schildbatterien. Und bauen jetzt das Orakel. So, wir brauchen noch ein paar Pylonen. Da kommt der Overlord. Kann er ruhig sehen. Interessiert mich jetzt nicht so. Das Adepten-Upgrade. Ihr benötigt mehr Westingas. So, Gas brauchen wir. Und noch mehr Gates, jede Menge Gates. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, den Overlord holen wir uns. Ja, cool. Und gehen wir mit dem Orakel oben mal ein bisschen reingucken. Auf jeden Fall gesehen haben, aber es ist ja nicht so wer der Wild. Ich habe doch gerade ein zweites. Na egal.
Wir machen auf jeden Fall ein Double Two Gate All in. Feind hat uns entdeckt. Teleportation. Mist. Ah. Die Himmel warten. Ganz schlecht, das war nicht so gut, dass wir es verloren haben. So, weiter geht's. Oh, los, schön abgrasen. Und jede Menge Gates bauen. So, wir wollen auf jeden Fall auf Kolosse gehen zum Schluss, weil wir haben so viel Gas. So, wir wollen noch ein paar Sentinels reinhauen. Und der nimmt schon eine Echse. Die kriegt er aber nicht durch. Das kannst du aber mal schön abhaken. Ehre den Daila. So, hier kommt auf die 2 und alles andere geht jetzt vor. Licht. Der will eine Gold-Echse. Kannst du auch vergessen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, Pylonen noch setzen, unbedingt 3 Stück. So, gucken wir mal rein, was er Schönes hat. Nichts. Zurück. Die Erstgeborenen werden auf die Na. So, erstes abgeräumt. So, Kolosse ausbauen. Brauchen wir noch ein paar Gates? Ach, haben wir schon. Sehr schön. Chidi! Auch nicht weiter wild. Oh. Boah, wie viele Banelinge hatten der? Hat aber ordentlich einen Konter dagegen gehabt jetzt gerade. Zurück. So, wir brauchen auf jeden Fall Kolosse. Ich bin hier. Die Erstgeborene. Und warum dann einfach nochmal ein Go? Ehre den Dailam. Brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Gas und eine Echse langsamer. Einer haben wir abgeräumt. Er hat aber auch schon wieder viele Echsen, also. So, muss ich hier meinen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr davon und dann greifen wir nochmal an. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. Anders geht's jetzt nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Teleportation erfolgreich. Siravec, Krayor! Ist denn mein Flieger hin hier? Ich sehe Scheiße. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dailam. Das
bisschen Obso, um den ganzen Krieg hier wegzuräumen. So viel Geld, um eine Basis zu bauen. Ich meine, genau. Mein Warp Prism ist weg. Mutter sind natürlich richtig scheiße. Ach, Mutas, ey. Naja, da haben wir wohl das erste Spiel wieder verloren. Was ist denn mit meiner Maus schon wieder los? Ey, spinnt gerade wieder total rum. Naja, gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend. Schade. Da haben wir uns ja vielleicht zu lange was machen lassen. Wir können mal kurz reingucken ins Spiel. Und dann sehen wir mal, vielleicht was ich gerade falsch gemacht habe. Ja, auf jeden Fall ist es kein Goldspieler. So wie er gespielt hat. Definitiv nicht. Gastrick, Standard. Ja, die hätte ich leider behindern können, die Echse. So, bis jetzt eigentlich alles Standard. Ja, ich hätte auch einen Observer einpacken müssen. Also, der erste Angriff, wir gehen mal bis zum ersten Angriff und dann gucken wir mal, was da eigentlich hätte besser laufen müssen. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Das ist alles standardmäßig. Ich hätte vielleicht eine Echse vorher nehmen müssen noch. Der dritte hätte schon längst stehen müssen. Das Orakel hätte noch nicht verlieren dürfen. Das war total dumm. Naja. Aber er spielt gut. Also hat sich schön aufgebaut. Schön Creep Spread. Also das macht er echt fein. Hat er zwei voll saturierte Basen. Ich habe halt nur eine. Das Problem war halt hier auch zu wenig Pylonen, zu wenig Sentries, weil die Baneling haben es natürlich dann. Die haben mich natürlich ganz schön gebasht. Ich hätte ein bisschen mehr spreaden müssen dann auch. Er wartet es schön ab, hat hier noch eine Echse gebaut nebenbei, also. Macht das schön gemütlich. Ja, ich spring ein Stück vor. Genau, und ich gehe vor. Ich hätte mir vielleicht noch einen Ex nehmen können. Ja, und da fehlt mir halt die Force Fields. Das war richtig teuer. Viel zu teuer. Ja. Das war auf jeden Fall mein Fehler und mein Lose. Mir hätte noch die Exe gefehlt. Und dann habe ich keine Chance mehr gehabt. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
Und mit über bis dahin. Tschö, tschö. Moment, falsch. So. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.